Lebenslügen. Falls du von zu Hause aus oder unterwegs wegen dem Titel in dieses Video geklickt hast, dann stör dich nicht an meinem Kleidungsstil. Ich habe Zuhörer, die den sehr gut finden. Und bleib jetzt auch bei dem kurzen Rückblick dabei, denn die Worte, die du danach hörst, die können dein Leben verändern. Teil 2 heute. In Teil 1 haben wir gehört, wie das Kreuz unseren Blick auf diese Welt schärft. Das ist die Zerrissenheit dieser Welt, wie unter einem Brennglas vor Augen führt, das Kreuz aufgerichtet in einer Welt, die ihren eigenen Schöpfer nicht anerkennt. Und selbst die so wichtigen Institutionen, die dazu gedacht sind, einen gesunden gesellschaftlichen Rahmen für menschliches Leben zu garantieren, nämlich Politik, Gerichte, Religion, sie offenbaren in ihrem fatalen Versagen an Karfreitag, wie störanfällig und korrumpierbar sie sind. Ja, wie sie in entscheidenden Momenten sogar lebenszerstörend wirken können. Wir haben zugleich auch gehört, damals, wie Gott am Karfreitag als offenbar wird, wie sehr sein Geschöpf ihn mit Füßen tritt, wie er auf die unüberbietbare Demütigung und die Folterqualen, wie er auf die Ablehnung und Ermordung seines Sohnes reagiert. Nämlich indem er seiner störrischen Menschheit ihre Gottesverachtung dankt, indem er die Medaille so wendet, dass er im allergleichen Moment diese Menschheit unüberbietbar würdigt, indem er sich für sie das Beste und Kostbarste, was er sich vom Herzen reißen könnte, vom Herzen reißt, nämlich seinen einzigen, über alles geliebten Sohn, an dem er wohlgefallen hat, verschenkt er an sie, ja, er gibt ihn für sie in den Tod. Wir haben von einem Gott gehört, der die Dinge so auf den Kopf stellt, dass er sein widerspenstiges Geschöpf höher achtet als sich selbst. Von einem Gott haben wir gehört, der am Kreuz die ganze Gottesferne dieser Welt durchleidet, indem er in seinem Sterben alle Gottlosigkeit auf sich nimmt, zu seiner Macht und sich all ihre Gottverlassenheit auch zu eigen macht und durchleidet. Nebenbei bemerkt, wir hätten auch, aber dafür war das letzte Mal die Zeit dann nicht mehr da, aber es wird auch eine eigene Predigt fast verdienen, wir hätten auch gehört von einem Gott, der ein Gott ohne Gewalt ist. Ein Gott, der sich und seine Position nicht mit dem Schwert durchsetzt, wie es ihre geleitete Christen in der Kirchengeschichte versucht haben, womit sie aber faktisch ihren Herrn verraten und quasi gleichsam nochmal ins Kreuz geschlagen haben. Nein, der Gott, der sich ans Kreuz schlagen ließ, ist ein Gott, der in unüberbietbarer Toleranz seine eigene Position sogar aus der Welt drängen lässt. Man muss sich mal überlegen, welches Risiko er damit eingeht. Oder man könnte sagen, der seiner eigenen Position, nämlich der einer Liebe, die selbst noch ihre Feinde liebt, gerade in dieser Weise treu geblieben ist, dass er sogar seinen Feinden, also denen, die ihn wie einen Feind behandelten und umbrachten, dass er sogar ihnen Lebensraum zubilligt, unabhängig davon, ob sie bereit sind, dies auch nur ansatzweise umgekehrt zu tun. Aber heute, keine Sorge, soll es im Hauptteil gar nicht mehr so hochtrabend philosophisch werden, behaupte ich jetzt mal. Nein, heute soll es ganz persönlich werden. Es soll um die Frage gehen, was denn nun das Kreuz im Blick auf mich selbst mich ganz persönlich verändert. Und wir werden, so hoffe ich, dann feststellen, dass das Kreuz eben nicht nur die Kraft hat, Trugbilder, die wir über diese Welt haben, zu korrigieren, sowie Zerrbilder über Gott
aufzubrechen und durch unerwartete neue Einsichten zu erneuern, sondern das Kreuz vermag auch unsere Lebenslügen, die wir im Blick auf uns selbst haben, heilsam zu entlarven. Vielmehr noch, es verändert nicht nur den Blick auf uns selbst, sondern es verändert im Kern, wer wir sind. Damit zur ersten Lebenslüge über uns selbst, der wir aufsitzen können, nämlich der Ansicht, wie ich lebe, ist belanglos. Nein, ist es nicht. Abgesehen davon, dass Gedanken, Worte, Taten und Unterlassungen, die aus so einer Handlung folgen, aus so einer Haltung folgen, ein Schlag ins Gesicht der Würde unserer Mitmenschen sein kann, sie kostet Gott auch sein Leben. Lebenslüge 2. Niemand interessiert es, dass ich da bin. Du hast keine Ahnung. Gott interessiert sich nicht nur für dich, er brennt für dich. Hast du schon einmal die sogenannten Suchergleichnisse in der Bibel gehört? Jesus erzählt, wie Gott Sehnsucht hat, und zwar nach dir. Und zwar so, dass er selbst ja dann am Ende, Jesus, bereit ist, für dich zu sterben. Zu diesem Thema gibt es eine empfehlenswerte Predigt mit dem Titel Sehnsucht von letztem Sommer auf unserem Kanal. Lebenslüge Nummer 3. Niemand liebt mich. Du bist geliebter, als du ahnst. Nur die Liebe wäre bereit, alles zu geben. Gott hat nach dem Zeugnis der Bibel noch mehr als sein Alles für dich gegeben. Gott liebt dich mit seiner leidenschaftlichen Liebe, die so leidenschaftlich ist, dass sie ihm buchstäblich Leiden schafft. Lebenslüge 4. Ich bin nichts wert. Schau ans Kreuz und mach dir klar, was du Gott wert bist. Zum Vergleich, jetzt brauche ich Fußballer, die mich zur Not korrigieren, wenn man es ausspricht. Der Fußballclub Paris Saint-Germain hat sich auf jeden Fall in der Saison 17-18 die Ablöse des Fußballers Neymar, habe ich heute früh alles gegoogelt, die Rekordsumme von 222 Millionen Euro kosten lassen. Nur zum Verständnis, das war Spielgeld im Vergleich zu der Ablöse, die für dich bezahlt wurde. Einwand. Ich erlebe aber doch täglich, dass ich nichts wert bin, dass ich wie Luft oder gar wie Dreck behandelt werde. Bist du wertlos, wenn andere schlecht über dich reden, auf dich herabsehen, dir Dinge antun, die nicht okay sind? Auch der Sohn Gottes wurde ungerecht und entwürdigend behandelt. Gott sieht auch, was dir angetan wird. Dein Schmerz schmerzt ihn. Deine Tränen sind bei ihm gesammelt und es kommt die Zeit, in der die Tränen abgetrocknet sind. Und wenn diese Zeit kommt, in der die Letzten die Ersten sein werden, werden alle deinen Wert erkennen. Lebenslüge 5. Niemand kann verstehen, wie ich mich fühle. Doch dein Vater im Himmel kann es. Und dein großer Bruder Christus hat am eigenen Leib erfahren, was es heißt, von Menschen abgelehnt und angefeindet zu werden, von einem nahestehenden Menschen verraten zu werden, von seinen Freunden fallen gelassen zu werden, von seinem besten Freund mehrfach verleugnet zu werden, ohne Unterstützung zu sein, in seiner schwersten Stunde verlassen, behandelt wie ein Verbrecher, Opfer von Hetze zu werden, am tiefsten Punkt auch noch verleumdet und verhöhnt zu werden, verlästert und erbarmungsloser Verachtung ausgesetzt zu sein, ausgezogen, dazu körperlich erniedrigt, gedemütigt zu werden,
als Kostprobe mal nur Matthäus 28, da spuckten sie ihm ins Gesicht und schlugen auf ihn ein mit Fäusten, aber einige schlugen ihm mit der Hand ins Gesicht. Schwere körperliche Misshandlung und Folter zu erfahren, Matthäus 27, 5 Worte, da ließ Pilatus ihn geißeln und schließlich entwürdigt, hingerichtet zu werden wie ein Unmensch. Nochmal, dein Schmerz schmerzt Gott. Du kannst dich Gott in deinem Leid anvertrauen. Jesus will deinen Schmerz mit dir teilen. Lebenslüge 6. Gott hat mich verlassen. Ja, es passieren Dinge, die wir nicht begreifen, die wir nicht einordnen können und die weit über Schmerzgrenzen drüber gehen können. Manche erlebt Situationen, in denen er wie Jesus am Kreuz zerrieben ist und nur noch klagen kann, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Der Trost des Kreuzes besteht darin, dass Christus selbst in der größten Gottesverlassenheit und der größten Hölle auf Erden unser Bruder ist, der unsere Gottverlassenheit teilt, der selbst die Hölle durchgemacht und sie für uns überwunden hat. Seit Ostern hat keine Hölle der Welt mehr das letzte Wort, sondern der, dem Gott und Menschen die Hölle haben durchmachen lassen, den wir sie auslöffeln haben lassen. Lebenslüge 7. Ich schaffe das nicht und ich bin zu verachten. Überforderung und das Gefühl von Ohnmacht, das ist seit dem Kreuz nicht mehr alleine menschliche Erfahrung. Wir müssen nicht schaffen, was wir nicht schaffen. Wir müssen nicht Erfolg haben, wir müssen nicht einmal durchkommen. Wir können wie Christus in den Augen der Menschen, die seine Kreuzigung gesehen haben, können in ihren Augen als gescheitert und des Spottes würdig dastehen. Vielleicht denken wir sogar selbst so. Aber die Wahrheit über dich und das, was Gott aus Scherbenhaufen eines Lebens machen wird, das ist immer dann nochmal eine andere Sache. Der, der am tiefsten Punkt war, am Kreuz, wurde von Gott als der Herr über alles eingesetzt. Wer in der Kirche sitzt, sieht ihn hier oben thronen. Nochmal. Jesus hat in seinen Predigten behaupten, Letzte werden Erste sein. Und wie bei allem, was Jesus gesagt hat, hat er es nicht nur gesagt, sondern auch gelebt. In diesem Fall, er hat sich auf den allerletzten Platz setzen lassen. Nicht einfach, stell dich in die Ecke und schäm dich. Nicht, wie es das auch mal gab, setz dich aufs Büßerbänklein, auf die Bank für gefallene Mädchen. Nein, er hat den Platz der allergrößten Schande eingenommen, das Kreuz, das ein so entwürdigender Tod ist, dass niemand, der das römische Bürgerrecht besaß, diese Todesstrafe erleiden durfte. Und wie gesagt, dieses Ende von Jesus bedeutet ganz offensichtlich auch, er war ein Loser. Er hat es nicht geschafft, er hat versagt. In den Augen der Welt hat er versagt und aus eigener Kraft hat er es nicht geschafft, seinem Volk Israel Befreiung zu bringen. Und diesen Loser hat Gott eingesetzt zum Herrn über alle Herren, zum König der Könige. Der Niedrigste wird einmal der Höchste sein. Das muss jetzt noch nicht erkennbar sein. Der Glaube hält sich an Zusagen, die man noch nicht sieht, die aber eintrifft, auch wenn das Gegenteil nach allem menschlichen Ermessen wahrscheinlicher erscheint. Und seit Ostern gibt es Verheißung für jeden Loser und für jeden, der meint, dass er zu verachten ist.
Eine weit verbreitete Lebenslüge tippe ich nur an heute und gehe ein anderes Mal näher drauf ein, nämlich Lebenslüge Nummer 8, ich bin doch kein schlechter Mensch. Mit anderen Worten, dass Jesus für mich gleich hat sterben müssen, ist das nicht dann doch ein bisschen übertrieben? Die Antwort überspringen wir heute mal und schauen auf Lebenslüge Nummer 9. Neben der Möglichkeit zu denken, dass man doch gar nicht so ein schlechter Mensch ist, gibt es auch Menschen, die Seite gewechselt haben und sagen, ich habe etwas Unverzeihliches getan. Ich habe mein Leben verwirkt. Die folgende Geschichte soll sich wirklich so ereignet haben. Ein Missionar ist nachts unterwegs und sieht eine Person auf einer Brücke stehen und ahnt, was sie vorhat. Der Missionar sucht das Gespräch, doch die Gegenseite sagt, Sie wissen ja gar nichts. Sie wissen nicht, was ich getan habe. Ich habe mein Leben verwirkt. Darauf der Missionar, das stimmt, aber Sie kommen zu spät. Was meinen Sie damit? Der Missionar, Sie wollen sich als Konsequenz für Ihre Tat Ihr Leben nehmen. Das hat ein anderer bereits für Sie getan. Vorletzte Lebenslüge für heute. Sind Sie schon mal hochmütigen oder kleinmütigen Menschen über den Weg gelaufen? Ich weiß nicht, zu welcher Seite Sie eher tendieren. Ich denke, viele Menschen schwanken da in ihrem Leben auch immer mal wieder hin und her. Beim Blick auf die eigene Grundpersönlichkeit oder die eigene Lebensgeschichte werden wir vielleicht aber feststellen, dass eine der beiden Seiten bei uns stärker ist. Dass wir sozusagen eine Schlagseite haben, quasi wie ein Fahrzeug oder ein Steuerauto, das entweder einen Links- oder einen Rechtsdrall hat. Und ich behaupte einfach mal, auch wenn das bei Gläubigen ganz offensichtlich ja auch nicht immer automatisch dann alles gleich ganz repariert ist oder ganz richtig eingestellt ist, dass ich behaupte trotzdem, ohne den Glauben an Christus, als den für uns gestorbenen und auferstandenen Bruder und Herrn über unser Leben, werden wir immer entweder zu niedrig, ich bin ein Niemand, oder zu hoch, ich bin der König der Welt, von uns denken. Nur der Gekreuzigte kann uns helfen, uns richtig einzustellen. Als Menschen, die es wert sind, die ihm das wert sind, dass er für sie stirbt. Aber auch als Menschen, die es nötig haben, dass er für sie stirbt. Als Menschen, die aufrecht stehen können vor den Menschen und die niederknien vor Gott. Und das ist übrigens auch die Gebetshaltung in der katholischen Kirche. Kniend, aufrecht. Ist schon eine verrückte Religion, das Christentum. Aufrecht kniende Gläubige vor einem anbetungswürdigen Diener. War nur eine Randbemerkung. Wenn wir unter dem liebenden Blick des für uns gestorbenen und auferstandenen Leben, werden wir früher oder später verändert werden durch seinen Blick. Werden einen angemesseneren Blick auf uns selber finden. Seinen Blick, der unabhängig macht von den Blicken anderer, von dem Klatschen oder auch den Buhrufen der anderen, frei von ihrer Beurteilung. Aber ganz sicher nicht mehr frei von dem Wunsch, dass ihnen dasselbe Gute widerfahren soll, wie es mir selbst durch Christus widerfährt. Nicht mehr frei von diesem Wunsch, selbst wenn man über Jahrzehnte verfeindet war, vielleicht mit jemandem. Okay, gut, ich weiß, der letzte Satz, bei Menschen ist das unmöglich, aber diesen Satz, den gibt es ja wohl bemerkt auch schon in der Bibel, sagt Jesus schon, bei den Menschen ist es unmöglich. Und wenn der das sagt, also mit Feinden und mit Feindesliebe
kennt er sich jedenfalls aus. Biegen wir für heute auf eine Zielgerade ein? Selbstverständlich wird eine einzige Predigt allein aus einem Atheisten unter einem Zweifler keinen Gläubigen machen und aus Feinden keine Freunde. Zu dem, was wir gehört haben, muss immer auch eigene Glaubenserfahrung dann noch dazukommen. Und doch auf eine letzte Lebenslüge, einen Zweifel, der in unserer europäischen aufgeklärten Gesellschaft sehr verbreitet ist, möchte ich noch eingehen. Nebenbei bemerkt, es ist sehr bemerkenswert oder sehr bezeichnend, dass die Verfassung der EU, anders etwa als die deutsche, also das Grundgesetz oder vor allem auch die bayerische Verfassung, die Verfassung der EU kennt keinen Verweis auf Gott und auch keine Verantwortung vor Gott. Und so wundert es nicht, dass folgende Lebenslüge bei uns vielleicht verbreiteter ist als sonst in der übrigen Welt- und Menschheitsgeschichte. Sie lautet: Ich bin doch nur Kohlenstoff und ein bisschen H2O. Nur die Weiterentwicklung eines Affen mit einem zu großen Gehirn, das sich noch raffiniertere Methoden der Selbstdurchsetzung und der Ausbeutung und Beherrschung anderer ausdenken kann. Meiner Selbsteinschätzung nach, neigen wir hier in unserem nachchristlichen Abendland nicht selten dazu, uns als Gattung die Menschenwürde selbst abzusprechen. Kann man machen. Aber dann darf man sich nicht wundern, falls sich das Recht des Stärkeren dann nicht mehr aufhalten lässt. Auch und gerade, wenn es unter dem Deckmantel der Menschenliebe daherkommt. Aber das ist nichts Neues. Wohltäter des Erdkreises gab es schon im Römischen Reich. Weltanschaulich wäre es nur konsequent, von einer Evolutionstheorie her denkend, die Menschenwürde in Frage zu stellen. Nur das könnte dann die Konsequenz nach sich ziehen, dass man einmal mehr nach der Befreiung unseres Denkens von der ach so rückständigen und gewaltschürenden Religion, die doch jedem einzelnen Menschen beider Geschlechter die Würde und Verantwortung zuspricht, Gottes Ebenbild zu sein und damit zugleich seine Verwalter auf dieser Erde, jeder Einzelne, nicht nur der König. Im alten Orient war es nur der König, in der Bibel ist es jeder Einzelne. Ja, es könnte sein, dass wir, wenn wir solche Gedankenwege beschreiten, dass wir im Glauben daran, nichts mehr zu sein als Affen mit einem so großen Hirn, in Zukunft einmal mehr vor einem Scherbenhaufen stehen werden. Einmal mehr nach den längst gescheiterten Versuchen, zum Beispiel der auf der Evolutionstheorie aufbauenden Nazi-Ideologie und der kommunistischen, klassenlosen Welt der Brüderlichkeit aller aufgeklärten Menschen, die nicht mehr an Gott als dem Opium des Volkes festhalten, dafür aber Gulags bauen. Gulags, die kommunistischen Konzentrationslager, mit denen man Zwangsarbeit und millionenfachen Tod in der Sowjetunion schuf. Gulags haben wir auch unter neuen Namen wieder in den gottlosgewordenen atheistischen Diktaturen wie China oder Nordkorea. Jeder Glaube, auch der atheistische, zieht einen Lebensstil von Gesellschaften nach sich. Unsere Gesellschaft wird jetzt ganz praktisch darum ringen müssen, ob es so etwas wie Menschenwürde gibt, die durch unveräußerliche Grundrechte zu schützen ist, oder ob wir letztlich nur Säugetiere sind, die man dann zum Schutz ihrer Gesundheit und Lebenserhaltung, dem wohl einzig verbliebenen Gut, wenn es keinen Gott mehr gibt, ob man sie als Säugetiere in Käfige sperren darf, zu ihrem Schutz.
Während unsere moderne Gesellschaft sich in nächster Zeit über solche Fragen erst wieder klarer werden muss, ist das veraltete Buch der Bibel bereits vor 2000 Jahren längst viel, viel weitergegangen. Wenn es einen Gottessohn gab, der für uns am Kreuz gestorben ist, also wenn das stimmen sollte, dann hast du nicht nur Menschenwürde, dann hast du die Würde eines Königskindes, die Würde eines Kindes des Höchsten. Wir verstehen das in unserer egalitären Gesellschaft gar nicht mehr. Aber wenn ein Prinz oder in unserer Zeit auch nur ein Botschafter eines anderen Landes unser Territorium betritt, dann genießt er Immunität. Jesus, dem die Menschenwürde genommen wurde, dem man sie genommen hat, ist für uns gestorben und für uns auferstanden, um aus uns einfachen Geschöpfen aus Fleisch und Blut, uns Menschenkindern halt, um aus uns Kinder Gottes zu machen. Und wenn der Schöpfer des Universums sagt, ich erkläre dich rechtskräftig zu meinem Kind, du bist ab sofort Teil meiner Familie und dieser Adoptionsvertrag ist unterschrieben mit dem Blut meines Sohnes, dann sollte sich besser kein König und keine Regierung dieser Welt anmaßen, dir nicht mit Respekt zu begegnen. Oder dich auch nur für einen Moment wie einen Bürger zweiter Klasse, dem man nicht auf Augenhöhe zu begegnen braucht oder dem man wie Vieh behandeln dürfte, zu begegnen. Und falls sie es tun, dann versagen sie, wie sie vor 2000 Jahren auch schon einmal versagt haben, als sie sich schon einmal an einem Gotteskind vergriffen haben. Willkommen in der Familie. Also bezieh es nicht auf dich, sollten dich Menschen einmal so behandeln, als hättest du keine Würde. Und lass dir deine Würde, die Gott dir gegeben hat, durch nichts und niemanden in Frage stellen. Zugleich, lass dich aber auch nicht dazu verführen, dazu hinreißen, anderen ihre Würde abzusprechen. Auch nicht Hirten, falls sie sich selbst weiden. Auch nicht Menschen, durch die du Leid erfahren hast und die um ihre eigene Würde vor Gott noch nicht wissen. Sie wissen nicht, was sie tun. An dieser Stelle möchte ich eigentlich noch gar nicht Amen sagen. Schließen möchte ich dann eigentlich doch anders und das werde ich auch tun nächste Woche, dann mit Teil 3 über das Zentrum des christlichen Glaubens. Denn eine zentrale Frage haben wir überhaupt noch nicht einmal richtig angekratzt. Die Frage, warum musste denn Jesus eigentlich überhaupt sterben? Und ich glaube, die überraschende Erkenntnis wird sein, dass wir dann am Ende der nächsten Predigt vielleicht etwas weniger besorgt rausgehen, als wir es heute vielleicht machen, sondern ja, vielleicht schon ein bisschen aufgewühlt, aber in einer ganz neuen, erleichterten und befreiten Weise.